des vaters des sohnes und des heiligen geistes der heilige hilarius den der heilige augustin als einen vorzüglichen lehrer der kirche und unermüdlichen verfechter des katholischen glaubens so hoch preist wurde in frankreich von adligen und wohlbegüterten aber heidnischen eltern geboren diese unterließen nichts was zur standesmäßig gegen erziehung und erkennung erlernung der wissenschaften erfordert werden kann die Lesung verschiedener religiöser Bücher war seine meiste und angenehmste Beschäftigung in freien Stunden, und diese bahnten ihm auch den Weg zur Erkenntnis des wahren Glaubens. Denn nachdem er schon den Ehestand nach dem Willen seiner Eltern angetreten hatte, fühlte er ein Verlangen, das Christentum und seine Lehren kennenzulernen. Demnach fing er an, die heilige Schrift mit Bedachtsamkeit zu durchlesen. Je mehr er solche las, desto mehr erkannte er die Blindheit des Heidentums und die Wahrheit des christlichen Glaubens. Voll heißer Sehnsucht begehrte er nach der heiligen Taufe und empfing mit ihr eine solche Fülle des heiligen Geistes, dass er die heilige katholische Kirche, in welche er erst getreten, wieder die Heiden und Irrlehrer kräftig zu beschützen vermochte. Sein Lebenswandel war so tugendhaft und erbaulich, dass er allen und selbst den im Christentum Geborenen zum Vorbild diente. Ja, nach dem Tode des Bischofs zu erwählte man ihn einstimmig zum Nachfolger desselben. Seine Ehegattin, die er auch zum christlichen Glauben bewogen hatte, trat mit Bewilligung des Silarios in ein Kloster, um Gott, dem Herrn, daselbst eifrig zu dienen. Zu jener Zeit verbreitete sich die Irrlehre des Arius. Unter dem Schutz des Kaisers dem II., auch in Gallien, mehr und mehr. Deshalb bot Hilarius alles auf, seine Herde vor dem Gift dieser schrecklichen Irrlehre, welche die Gottheit Jesu leugnete, zu bewahren und in dem heiligen Glauben zu erhalten. Saturnin, der Bischof von Aal, ein eifriger Anhänger des Arius, berief die Bischöfe seiner Partei zu einer Versammlung. Hilarius übersandte ihnen sein. Glaubensbekenntnis und überwies die Arianer, so klar des Irrtums, das Sieb darüber bestürzt, verstummten und das Zeugnis des Heiligen, das sie nicht widerlegen konnten zu unterdrücken, sich bemühten. Noch weiter ging Saturnin in seinem Hass, er verleumdete den Hilarius auf das Schändlichste, bei dem Kaiser, so daß dieser ihn nach Frickien in Kleinasien ins Elend verbrannte. Vier Jahre musste der heilige Mann das selbst verbleiben. Er verwandte sie aber zum größten Nutzen der katholischen Kirche, denn er schrieb in dieser Zeit zwölf gelehrte Bücher über die allerheiligste Dreifaltigkeit, in welchen er die Wahrheit des katholischen Glaubens unumstößlich bewies und die gottlosen Lehrsätze der Arianer auf das treffendste widerlegte. Hierauf begab er sich zu der Synode der Katholiken zu seleuca in Assurien, Isaurien. Die allda versammelten Bischöfe schickten ihn nach Konstantinopel zu dem Kaiser, damit er diesem alles, was in der Versammlung verhandelt worden war, vortragen sollte. Nach seiner Ankunft verlangte er in Gegenwart des Kaisers eine öffentliche Disputation mit den Arianern zu halten, damit der Kaiser selbst die Falschheit ihrer Lehre erkennen möge. Ursagius und Valens. Zwei arianische Bischöfe hintertrieben jedoch dieselbe, sie fürchteten den heiligen Mann, damit sie aber seiner Gegenwart mit Ehren los würden, beredeten sie den Kaiser, denselben wieder in sein Bistum einzusetzen. Ganz Frankreich verlockte über seine Zurückkunft. Der heilige Martin, späterhin Bischof von Tours, suchte ihn unterwegs auf, begleitete ihn bis nach Portier und hielt sich längere Zeit bei ihm auf, um den Unterricht eines so großen Lehrers der heiligen Schriften desto besser genießen zu können. Nach seiner Rückkehr fing Hilarius mit neuem Eifer an, seine Untergebenen in dem wahren Glauben zu stärken und zu einem wahrhaft christlichen Lebenswandel anzuleiten. Er schrieb noch mehrere Bücher zur Widerlegung der arianischen Ketzerei. An den Kaiser selbst richtete er ein Schreiben voll apostolischer Freimütigkeit und stellte ihm klar das Unrecht vor Augen, dessen er sich durch Beschützung der Irrlehrer und Verfolgung der Kirche Jesu schuldig mache. Der heilige Mann bedrohte ihn bezüglich mit dem göttlichen Zorn, wenn er von solcher Gottlosigkeit nicht abstehen würde. So unerschrocken erwies sich der heilige Lehrer überall, wo es sich um die Gottmenschen und das Heil seiner Herde, alle Tugenden eines vollkommenen Bischofs übend, bis er von Gott, dem Herrn, durch einen sanften Tod in den Himmel gerufen wurde. Den 13. Januar im Jahre, 300, im Jahre 367. Der heilige Hilarius hat den Ehrentitel Kirchenlehrer. Sein Verehrungstag ist der 14. Januar.